Hallo und willkommen zurück. Lang ist es her von einer Folge Through the Darkness of Time. Wir haben wieder die Zeitungen, das Tagblatt Handelskrieg mit der Tschechoslowakei, Tag von Potsdam und Arbeitslager eröffnet. Ja, wenn ihr euch das genau durchlesen wollt, könnt ihr das Video pausieren. Für mich strengt mich zu sehr an. Also kleinere Schrift. Also vor allem, das geht, aber das schränkt mir in den Augen zu sehr an. Also es liegt so, wenn das auf dem Buch gedruckt ist oder Zeitung ist, ist es vollkommen in Ordnung. Es liegt daran, dass es auf dem Bildschirm ist. So, wie können wir weitere Aktionen planen? Man muss jetzt erstmal wieder reindenken. Wo waren wir denn? Der hat zwei Punkte. Das ist den, der zum heute nichts ein. Ein Punkt, das geht noch. Sieht man alle Werte eigentlich? Ja. Okay, was machen wir? Was machen wir? Ich weiß, ist das hier? Wir könnten SA-Männer beobachten. Okay, dann machen wir das, erstmal das hier. Das ist gelb. Unsere Unterstützer Georg Klege teilt uns mit, wo wir die SA in Köpenick beobachten können. Der Hauptmann von Köpenick. Nein, das war jemand anderes. Dazu braucht man natürlich Geheim und Empathie. Das ist ja natürlich jetzt blöd. Gut in Empathien, der Reck ist in wirklich nicht so allzu gut. Ja, es ist zu gefährlich. Auch sehr gefährlich. Können wir dir vielleicht noch das Fahrrad zuweisen? Kommst du schneller weg? Ja, okay. Ich glaube, dann kann Paula. Hat das jetzt gemacht? Nee, jetzt nicht. Ah, ich muss zuweisen. Ja, macht Sinn, ne? Er macht immer mit dem Fahrrad. Zuweisen. Es wird knapp. Spenden sammeln, mit einem ehemaligen Gewerkschaftler treffen, eine Akademikerin, Karl, die Akademikerin, auch interessant. Nee, das wollen wir nicht. Ich will nur weg hier. Mit Arbeitern. Das ist mit Christen. Dann gehen wir mal zu den Christen. Ist doch, war die das? War die unsere Christin? Ja, das macht keinen Sinn, damit rot. Propagandawert 1. Ja. Dann soll sie einfach mal Spenden sammeln gehen. Und wir beenden die Planung für den 22. März 1930. Zwei Unterstützer verloren, ein und unterstützen uns weiterhin. Unsere Unterstützer spenden 12 Mark. Paula Beder besucht die treuen Unterstützer unserer Arbeiter in Kreuzberg, um zusätzliche Spenden zu sammeln. Sie ist erfolgreich. Die Menschen sind schockiert von den jüngsten Gräueltaten des Regimes und sind bereit, der Gruppe zu helfen. Dem muss man ja auch helfen. So, 10 weitere, das können wir natürlich gut gebrauchen. Ich weiß nicht, wie wichtig Geld in den nachfolgenden Kapiteln des Spiels noch wird. Wir schauen einfach mal. Jürgen Reck folgt der SA in Köpenick, um mehr über die Pläne zu erfahren. Er findet heraus, dass einige von ihnen gerne in einer Kneipe in Köpenick herumhängen. Einer von ihnen nickt regelmäßig ein und verbringt die ganze Nacht dort. Das könnte er irgendwie nutzen, um die gegen sich zu wenden. Ja, Moralverlust minus 10, ja. Ja. Ich weiß ja nicht, wie wichtig dann noch das Geld wird und so. Goebbels will Rundfunk aufräumen.
Hitler, Juden sind hier sicher. Ja. Ermächtigungsgesetz beschlossen. So, es ist natürlich immer nicht sehr, ist immer sehr textlastig. Holla Beda fängt mich vor dem Treffen ab. Wenn mir vor ein paar Monaten jemand erzählt hätte, dass ich mal jemanden ausspionieren würde, ich hätte es nicht geglaubt. Wovon sprichst du? Frage ich. Von meiner Stelle im Haus des Nazi-Offiziers natürlich. Wie konnte ich sowas vergessen? Paulas Stimme wird lauter. Es steht so aus, als würde sich auszahlen. Ich habe eine Spur. Es wird langsam ein bisschen brenzlig, aber wenn mein Plan aufgeht, kann ich eine Menge interessanter Unterlagen auf einmal mitgehen lassen. Sehr gut, mach weiter. Das klingt zu gefährlich. Hör auf. Ja, komm, wir gehen mal das Risiko ein. Großartig, sage ich. Bleib dran. Ja, ich weiß halt nicht. Ich glaube, es macht jetzt doch noch mal mehr Sinn, da jetzt dran zu bleiben. Ende der Szene. Okay, wir haben hier weiteres. Gelder von der SA stehlen. Eine SA-Uniform stehlen. Das ist natürlich schmackhaft. Das ist natürlich schmackhaft. Komm, wir machen das mal. Wir haben die SA in Köpenick beobachtet und die Gelegenheit gefunden, ihnen die Uniform zu klauen. Das könnte sich nützlich erweisen. Das könnte sich wirklich als nützlich erweisen. Nehmen natürlich das Fahrrad erstmal mit. Wir haben halt, na, die Paula, die ist halt gut, ne? Nee, das machen wir nicht. Wir machen das mit Paula. Oh, ein neues Mitglied. Das können wir machen. Das können wir machen. Das macht sie mal und er mal wieder. Und da kann Jan Herzberg. Hier ist ein Ausrufezeichen. Ein Freund treffen. Und zuweisen. Und wir beenden diese Woche. Wir haben 2 Unterstützer verloren, 39 Menschen unterstützen uns weiterhin, unsere Unterstützer spenden 12 Mark. So, jetzt ist es interessant. Angela Sinsheimer spricht mit engagierten Unterstützern, um herauszufinden, ob sie sich unserer Gruppe anschließen wollen. Sie wählt 3 aus, bei denen sie glaubt, dass sie zu Kernmitgliedern der Gruppe werden könnten. Jetzt ist es an uns, einen von den 3 auszuwählen. Okay, dies katholisch, also christlich. Haben wir eine Kommunist bei uns in der Gruppe? Sehe ich das? Er muss. Anarchist. Moderne Liberale. Sozialdemokrat. Sozialdemokratin. Wir brauchen auf alle Fälle keinen neuen Sozialdemokrat. Er hat mehr Empathie, das ist natürlich auch schon was. Ja, dann nehmen wir mal ihn. Und bestätigen das. Als nächstes sollten wir gucken, dass wir einen Kommunist bei uns in der Gruppe aufnehmen. Weil, ne, damit wir natürlich jeden ansprechen können.